können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Nordlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, oh. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen. Moment, ich musste gerade erstmal ein bisschen Vorrat. Mann, ist schon wieder keine Munition. Ich häng fest. Okay. Oh, sogar die Notbeleuchtung ist aus. Wie entspannend. Also. Nochmal! Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Jetzt gibt das Maul, Leute. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Und dein Loot. Ein bisschen dunkel hier. Liebes, wenn ein Plan funktioniert. Ja, die Zigarre fehlt jetzt definitiv. Oh, hier unten braucht man keine Taschenlampe. Verdammt! Hier ist überall Scheiße! Wie ekelig! Das ist keine Scheiße, das sind Spinneneier, glaube ich. Oh! Es knirpselt ein wenig in meinem Geigerzähler. Meinst du, das ist normal, Miller? Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig! Wir decken uns gegenseitig. Moment. Hallo, Phil. Unsere kleinen Freunde sind hier, wie ich sehe. Kommt zu Papa, ihr Mistkerle. Hä? Problem? Ich weiß nicht. Das sieht ja aus wie, keine Ahnung, wenn ein Atomschutzbunker irgendwie Kratze kriegt. Okay. Er versucht sich im russischen Jodeln. Auch gut. Komm, geh auf, du Pissding. Ja, ich muss den Filter wechseln, ich weiß. Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. Mr. Metro, wir haben eure Ankunft erwartet. Wir sind jene, die ihr die unsichtbaren Beobachter nennt. Eure Zeit ist gekommen und nun spürt unsere Zorn. Ullmann, lass den Mist. Oberst, ich habe die Lautsprecher aktiviert. Das Signal vom Aufzug liegt nun auf meiner Konsole. Ich schalte jetzt ein. Los geht's. Unsichtbare Beobachter? Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Das sieht eher aus wie, keine Ahnung, Abflussreinigung nötig. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Wladimir, wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Das wird eklig. Der Mist auf dem Boden ist bestimmt giftig. Und jetzt das Gas. Hier halten wir nicht lange durch.
Klasse! Lass uns die Wände rot anmalen! Als ich habe viel Scheiße gesehen. Aber das hier ist eine Klasse für sich. Alter, voll. Oh. Hier ist die Treppe. Artyom, ich möchte dich nicht anlegen. Ich habe jetzt Angst. Oh. Beeilen wir uns, zum Bunker zu kommen. Der Anblick macht mich krank. Mhm. Lauter Filter, alles voll, okay. Wo ist der Hebel? Aha! Ha, ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan, dass das so chaotisch hier ist. Okay. Reaktor. 1, 2, 3. Hat der nicht Chloe? Hat die bestimmt immer noch für ihr Hobby ausgeliehen. Idioten sicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Oberst, alles ist gut. Wir haben jetzt ein Viertel Energie. Wir brauchen volle Ladung. Weitermachen. Verdammt! Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin. Dann los! Zweiter! Was zum Teufel war das? Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Das wird ja jede Minute schlimmer. Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Manuelles Aktivierungssystem. Hydraulik. Verdammt. Artyom, du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Siehst du den Kran an der Decke? Geh in die Kabine. Mit diesem Notmechanismus können wir die Brennstäbe anheben. Versuche, dorthin zu kommen, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Jetzt oder nie! Au! Pillemann! Wenn ich unseren Freund anblinke, klappt der super! Weißt du, was du schon tust? Nein, bin ich nicht. Du weißt nur, dass ich mich unglaublich beeilen muss. Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. 100%. Gebt mir eine Minute.
leuchtet, müssen wir hin. Verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Kran-Simulator, ja. Wir müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Oh. Ein neuer Eintrag. Eintrag 4. Ich habe Eintrag 3 verpasst. Nein! Wir gehen wieder an die Oberfläche und dieses Mal sind wir vorbereitet. Ullmann scherzt, dass unsere Schritte die Erde erzittern lassen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass wir sie beben lassen. Immerhin sind wir bis hierhin durchgekommen. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Der Feind wird sterben. Wir werden ihn in Schutt und Asche legen. So wie wir es mit allen unseren Feinden gemacht haben. Nur eine Sache begreife ich nicht. Warum versuchen die Schwarzen nicht, uns aufzuhalten? Geraten wir direkt in ihren Hinterhalt? Die seltsamen Vorahnungen, die mich noch immer plagen, werden immer düsterer. Sim Kran, gibt es bestimmt in Steam Summer Sale. Ja, sicher, für 2,39 € oder so. War das jetzt dieses Infektionsherz oder wie auch immer das heißt? Das ist möglich. Ich weiß es nicht, es hat sich nicht vorgestellt. Dieser Aufzug führt direkt zur Station. Alles läuft und ist unter Kontrolle. Ich weiß noch nicht für wie lange. Kommen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Ullmann wartet dort mit einem Geschenk. Schauert schon, unser Erbe. Ich dachte, in 2033 war das mal irgendwie. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Ratten leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie. Ja. Oh, sorry, Bro. Sagen Sie mal, Oberst. Ist es leicht, Superman zu sein? Zur Hölle mit Ihren Scherzen. Sie hätten sehen müssen, was da unten lebt. Also, Artyom und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung vorbei, okay? Am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut, gehen wir, Artyom. Da ist nichts mehr zu looten. Ah, shit. Hier was zum Looten? Loot, 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 loot. Nee. Loot, 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 loot. Während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Ich glaube, das Metro 2033 lief ein bisschen anders ab. Ich glaube, da musste man dieses komische Glibbervieh besiegen. Deswegen, ich glaube, da war ein bisschen was anders. Ich habe schon einige so Stellen gemerkt, wo ich mich so nicht dran erinnern konnte, wo so, entweder fehlt da was oder da ist mehr drin. Ach, guck mal, die Szene kennen wir doch. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Teufel ist das! Bildet hier fehlt zum Beispiel Kreis. Die komplette Infoszene, die musste man nochmal durchspielen. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs!
Munition. Ich habe sie nicht gesehen. Fuck! Bist du hässlich? Bist du in Ordnung, Archon? Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Tod zu erreichen. Wir nach, Archon. Bleib bloß nicht stehen. Von links. Von rechts. Ja, Moment, was sind wir? Raus hier! Los! Hier wieder. Ich... Ah! Sorry. Boah, diese Scheißviecher gehen mir was auf. Los geht's. Rund im Rennen. Marsch, marsch. Filter tauschen. Schau dir mal diesen Raum an! Fast geschafft! Das wird eine Geschichte! So, Moment! Es wird unsichtbar! Und es schmeckt nach Scheiße! Erstmal eine neue Maske auf! Wow, Dude! Alles klar! Los, 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 los! Und jetzt leise. Los. Ja, merkt man nicht. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Hier entlang. Secreted Room! Bitch! Da fehlt mir natürlich der Schlüssel, das war so klar. Ein gruseliger Teddybär. Okay, hätte er klappen können. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Ich habe irgendwie eine ganz komische Idee bei der Sache. Komm schon! Na los! Komm schon! Geh zur Armee, hatten sie gesagt. Das macht Spaß! Macht euch bereit! Jetzt wird es heftig! Scheiße! Knallen sich die oben gegen? Nein! Du hast immer bei Fahrt schon oben und unten einen Sicherheitspuffer. Bist du okay, Artyom? Fantastisch! Ja, mir geht's blendend. Bitte kommen.
Wir sind im Turm. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Turm, Eintrag 1. Einen mühseligen Schritt nach dem anderen steigen wir in den Turm hoch. Wir kommen aus dem Untergrund. Und wir stürmen den Himmel. Wolken umgeben uns wie undurchdringliche Mauern. Die Stufen sind extrem verfallen und zerbröckeln unter unseren Füßen. Der Wind scheint stark genug zu sein, uns die Haut von den Knochen zu peitschen. Wir sind im Himmel nicht willkommen. Unser Platz ist dort unten. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Dämonen! Verstecke! Stirb, du Stück Scheiße! Oh. Hat er gut funktioniert. Er sagte, stirb, du Stück Scheiße. Und ich dachte, okay, hauen wir doch einfach mal drauf. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Ja, bin da. Check. Boah, ruckelt das zwischendurch. Au. Weg mit dir! Oh, Scheiße. Sackgasse. Hinter dir, Artyom! Nein, hinter mir ist nichts. Alles easy. Alles gefixt, gar kein Problem. Hier geht's nicht rein. Abgeschlossen. Fuck. Oh, hör auf zu ruckeln, wenn ich da langlaufen muss. Gut gemacht. Bitte kommen, Ullmann. Oh. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Gehen noch weiter hoch. Ah! Bitte kommen, Miller! Schieß, Artyom! Schieß! Artyom, Miller, bitte kommen! Schieß! Alter! Ich war am Filter wechseln. Ernsthaft jetzt? Pisser. Gut gemacht. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Ich wechsle jetzt nicht den Filter. Geh noch weiter hoch. Ah! Bitte kommen, Miller! Schieß, Artyom! Schieß! Artyom, Miller, bitte kommen! Ich kann nicht mehr schießen, das ist tot, Jim. Bitte kommen, Ullmann. Ich bin verwundet. Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt. Ende. Verstanden. Das Maske hält aber komisch. Das sieht spannend aus. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hochklettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Oh, hör auf zu ruckeln, verkackte Axt. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Hier sind wir rausgeflogen. Okay. Dann klettern wir mal nach oben. Hallo? Secret? Ah, nee, schade. 10 kleine Teamkollegen standen nur so rum. Kam der Drache von oben rein. Dort ist er alle oben. Ja, so ungefähr. Das müsste die richtige Richtung sein. Die sieht aber interessant aus, ist aber nichts. Schade. Oh Gott. Hä? Oh. Okay. Das war nicht richtig. Das sah richtig aus, aber es war nicht richtig. Das sah verdammt richtig aus, aber warum war es nicht richtig? Oh ne, da kann ich nicht lang. Okay, warum war das nicht richtig? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Doch die andere Richtung? Hier ist die Tür auf einmal zu. Hier war doch gerade eben noch der Fahrstuhl, oder? Hier komme ich auch nicht, weil... Da bin ich gerade hochgehopst. Muss ich irgendwie hier lang? Nö.
Muss ich höher springen? Ah, ich drücke schnell hintereinander E. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das war richtig, ja. Okay, ich hab die Einblendung nicht gesehen gerade eben. So, auf dem weißen Hintergrund ist scheiße. Okay, ja, das habe ich einfach nicht gesehen. Oh, ja, total geil. Und auch überhaupt nicht ruckelig oder so. Oh, das ist großartig. Das ist total großartig. Ich bin so begeistert. Wir nehmen uns hier erstmal die Filterchen mit, ne? Könnte ja noch ein Weilchen dauern. Jetzt tauschen wir in Ruhe den Filter, okay? Kletterpartie geht weiter, glaube ich, oder? Hallo, ich wollte gerade. Hallo! I hang very much fest. Hier komme ich hier irgendwie wieder, danke. Komme ich hier irgendwie hoch? Ja, komme ich. Okay. Oh, das war falsch. Ich bin daneben gesprungen. Großartig. Und das Ganze nochmal von vorn. Kann ich hier nicht einfach über den... Ja, kann ich. Hey, kommt der nicht mit hoch? Ist eine geile Aussicht hier. Ja, ja, ich weiß, es knarzt. Da kann man überspringen, okay. Da kann man... Okay. Schnell hintereinander. Ich hab's gesehen. Jetzt sieht man's. Das ist noch ein Filter. Den nehmen wir natürlich mit. Kannst du jetzt nach dem Filterwechsel bitte einfach wieder an die Leiter? Danke. So, und da wir ja zu dem Weg zum Metro Exodus müssen. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Er kommt, um uns zu zerstören. Warum? Er darf mich nicht. Ja, schon immer so ein Metro. Das tun sie. Sie ändern
Er darf nicht. Du wirst aufgehalten werden. Ich wollte heute Nacht noch schlafen. Was wird denn wohl nix? Rausgeschnitten, weil er immer so viel gequatscht hat. Was ist möglich? Alter, voll Psycho. Oh, shit. Doch, darf ich wohl. Psychospielchen, da falle ich nicht drauf rein. Kommt man nur auf solche Spielsequenzen. Ja, es ist total geil. Oh, warum habe ich denn so harte Bildruckler? Das hatte ich doch beim letzten Mal auch nicht. Okay, wir haben das Labyrinth, glaube ich, erreicht am Ende. Uff. Ist es feindselig? Töte es. Hunter. Feindselig töte es. Zu Gewalt, Krieg zu Krieg und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. 20 Sekunden bis zum Abschluss der Zielsequenz. Schmerz, Tod, verhindern. 10 Sekunden bis zum Abschluss der Zielsequenz. Abgeschlossen.
Artyom, die Raketen sind unterwegs! Und das, meine lieben Freunde, ist das rucklige Ende von Metro 2033 Redux mit ganzen brutalen 30 FPS. Da hätten sie sich ja ein bisschen Mühe geben können, ne? Aber Render Scene. Dieser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Und damit sind wir mit dem Ende von Metro 2033 Redux durch. Das böse Ende. Wenn man die Schwarzen killt. Es gibt noch ein anderes Ende, da schießt man die Raketen nicht drauf. Aber dieses Ende hier, darauf bauen die restlichen Spiele auf. Und siehst du? Da schmeißen sie dich runter. Das ist aber kein Spielende. So, und jetzt machen wir im Endeffekt nochmal das ganze Labyrinth hier. Ist es feindselig, töte es. Ja, ihn zerstören. Genau, richtig, wenn du jetzt die Zieleinrichtung zerschießt. Zu Gewalt, Krieg zu Krieg und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. 20 Sekunden. Deswegen haben wir nämlich auch nur einen Schuss an der Waffe. H.G. Wells schrieb einst, wenn wir den Kriegen kein Ende bereiten, werden die Krieger uns ein Ende bereiten. Und ich hatte meinen Krieg beendet. Damals konnte ich nicht sagen, warum ich die Schwarzen verschonte. Aber ich begriff mit der Zeit,
dass meine seltsamen Visionen während meiner Reise ihre Versuche gewesen waren, uns zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich der Erste war, der mit ihnen kommunizierte. Aber ich werde nicht der Letzte sein. Und die Zukunft, unsere Zukunft, erstreckt sich vor uns wie ein endloser Metrotunnel. Bitteschön, alternatives Ende. Ja, wir mussten den auf jeden Fall erschießen jetzt. Weil ansonsten kommt diese Endszene nicht und man stürzt einfach wieder nur vom Turm. Deswegen ist der Punkt so kurz gesetzt. Mehr ist es nicht. Aber wie gesagt, also das ist nicht das Ende, worauf sich die restlichen Spiele beziehen. Was ich persönlich blöd finde. Das wäre natürlich, ne?